Willkommen auf der Saatox und auch heute werde ich eine Box abschließen, beziehungsweise eine Serienstaffel abschließen und diesmal von My Teen Romantic Comedy Snafu 2. Da fehlt ja noch das dritte Volume, das habe ich hier, habe ich schon eine Weile liegen. Schon zu lange eigentlich, deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt. Dass ich mal Luft für neue Sachen wieder bekomme. Na komm schon. Da hatte ich ja auch mit dem Synchronsprecher des Hachiman gesprochen von der Serie. Ein Interview findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und ein Feedback da lasst. Über Feedback freut man sich natürlich immer. Dann haben wir wieder hier die Mediabook Edition, Volume 3. Die Episodentitel haben wir hier unten draufstehen. Irgendwie so viele, 9 bis 13, 4 Stück. 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Gut, die Titel sind halt sehr lang. Ja, hier steht nochmal Limited Media Book Edition mit Booklet und Acrylfigur. Hier sehen wir hier schon mal ein kleines Preview. Dann haben wir hier die Bildausgabe in Full HD, 16 zu 9. Tonausgabe im Deutschen, S2.0 im Japanischen auch. Deutsche Untertitel mit dabei. Das Ganze hier geht 120 Minuten und hat noch Special Opening und Clean Opening mit an Bord. Ist jetzt die Frage, ob das Special Opening auch clean ist. Das werden wir dann, also werde ich dann demnächst sehen. Das erste Volume der zweiten Staffel hatte ich mir schon angeguckt, aber es ist eine ganze Weile jetzt dazwischen. Ach, ja. Dann haben wir hier die Disc dahinter. Nur das Tu. Gucken wir gleich noch ins Booklet rein. Da haben wir Episoden. Guide, paar schöne Art, dann noch Charakterinfos. Frag mich nur, warum die unterschiedliche Augenfarben hier haben. Das hat mich bei der ersten zur zweiten Staffel von Quintuplets schon sehr getriggert, dass der Hauptcharakter auf immer eine andere Augenfarbe hatte. Und noch ein paar Arts, und das ist auch schon die letzte Seite. Wenn ich die noch abheben würde, hätte ich das ganze Booklet in der Hand. Dann haben wir Werbung und so sieht dann der letzte kleine Acrylaufsteller aus. Lasse ich jetzt auch in der Folie drinne, weil ich momentan eh keinen Platz habe, das irgendwo hinzustellen. So, und dadurch, dass die Serie jetzt auch wieder abgeschlossen ist, habe ich hier mal was vorbereitet und zwar den Sammelschuber. Und wir stecken das alles noch gemeinsam rein. Passt rein, ist auch nicht zu fest. Und dann, ja, schaut bei den Links in der Videobeschreibung vorbei. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.